Ja, die Stimmung war jetzt etwas schwieriger natürlich durch die Niederlagen, die natürlich nicht sein sollten. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Wir wollten natürlich punkten. Wir haben noch nicht gepunktet, das wissen wir alle. Trotz alledem versuchen wir uns natürlich jetzt nicht, die Köpfe einzuschlagen, sondern sachlich und ehrlich uns ins Gesicht zu schauen und zu sagen, was nicht passt und was passt. Ja, also zum neuen Coach kann ich bis jetzt nur Positives sagen. Sehr kommunikativ, viel Taktik, wesentliche Themen, die wichtig sind fürs Spiel, gegen den Ball, mit dem Ball. Wird alles intensiv besprochen, von Spieler zu Spieler, aber auch in natürlich Videositzungen, was wirklich sehr wichtig für uns ist, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Uns erwartet jetzt der VfL Osnabrück und das ist ein schwieriger Gegner, ein guter Gegner, der momentan gut drauf ist. Aber wir wollen wieder unsere Stärken auf den Platz bringen, dass wir das spielen, was wir können. Wir haben die Qualitäten, das wissen wir alle. Und das müssen wir jetzt halt wieder ummünzen in Punkte. Wir wollen jetzt den Bock umstoßen, wir haben Lust drauf. Man merkt, dass die Mannschaft jetzt endlich darauf brennt, die ersten 3 Punkte in dem neuen Jahr zu holen. Und ja, ich bin zuversichtlich.